Recht herzlich willkommen zur 62. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir umgebaut. Ups, da falsch geklickt. Jetzt sind wir hier dann da, dass die Doppel-LKWs hier mit den zwei Anhängern auch entladen werden. Das funktioniert jetzt. Ja, jetzt können wir weiter gucken, was wir machen. Also hier läuft's, sagen wir es mal so. Gehen wir mal in eine Karte und gucken, was da so noch machbar ist. Ich glaube, letztes Mal hatten wir schon überall durchgeguckt, wie das hier so aussieht mit Bushaltestellen und so. Das war alles optimal, glaube ich. Ja. Sonderhausen. Irgendwo war knapp davor, dass irgendwo außerhalb da was entsteht, ne? War das in Dingens? Ne, hier könnte das passieren. Ne? Ja, hier könnte das passieren. Und in Riedenburg nicht. Da war das auch nicht, dass das passieren kann. Sondern das war in Hardexen, war das da, konnte es irgendwo, aber hier meinte ich, aber das ist, glaube gar nicht, dass das da passiert. Ah, da, wir sprachen gerade davon. Ja, wo geht's denn hin? Aber es spielt auch eigentlich gar keine Rolle, wo es hingehört, ne? Kein Besitzer, das ist klar. Also es muss ja zu Hardexen gehören, ist klar. Jetzt die Frage, wo muss die Bushaltestelle hin, ne? Hier, oder? Machen wir die Karte erst zu. Das auf. Bushaltestelle auswählen. Also diese ist da, dann muss die eigentlich dahin. Und diese sitzt auch nicht passend, ne? Aber durch den Bahnhof wird das halt abgedeckt, ne? Aber wir werden definitiv da die hinstellen. Das macht anders keinen Sinn. War das jetzt da? Ich glaube ja, ne? Oder ein weiter rechts? Nein, es war da. Gut. Zack. Die passt schon mal. Hat Hardexen seinen Stadtbus? Das ist die Frage. Ich glaube nicht. Das ist immer noch der Bus, der da hinten lang fährt, ne? Und da müssen wir mal einmal reingucken. Wie sieht das denn bei dem aus? Da ist er. Oh, der fährt plus, ne? 47 voll. Ich glaube, wir ändern da die Linie einfach nochmal ab. Das ist ja kurze Strecke zwischen diesen zwei Städten, ne? Da kann man das auch so machen, wenn könnte man einen zweiten Bus einfach einsetzen, der da hin und her fährt. Man müsste gucken, wann er voll ist und wann nicht, ne? So, Linie ändern. Wir kommen von Hardexen Baustoffhandel, der gerade auch ausgewählt ist, und fahren nach Hardexen Platinweg. Nein, das ist nicht Hardexen Platinweg, oder? Oder doch? Doch ist Platinweg. Das bedeutet, da müssen wir einfügen. Baustoffhandel nach Triglavstraße oder so ähnlich. Gut. Und da ist nochmal der Baustoffhandel. Und dann muss er davor rein. Platinweg, ja. Das sollte die richtige Route sein. Dann machen wir gerade schneller. Dann sehen wir, ob er da sogar schon reinfährt. Jetzt müsste er da rein. Macht er auch. Und hat er auch irgendwann abgesetzt oder so. Läuft also. Gut, da unten kommt gerade die Maschinenfabrik da an. Ja, das wird ziemlich eingegrenzt bleiben, ne? Wegen den Bahnschienen, würde ich sagen, ne? Das wird sich nie groß verändern können. Ja, schwierig. Dann gehen wir hier unten noch hin, gucken da nochmal rein. Hier oben geht noch was, aber ist noch nicht. Radolf Zell. Wächst in dem Sinne auch, aber nicht, dass wir aktiv werden müssen, und Döbeln wächst allerdings auch, ne? Aber jetzt nicht so für uns entscheidend. Ja, obwohl hier bald was passieren könnte, so ist nicht. Und da ja auch.
Gut, okay, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal in die Gewinn- und Verlustliste rein. Schiff wissen wir schon, das ist der Steirer auf dem Sonderhausen Gegend. Ja, der fährt da lang, ist klar. Der wird da nicht groß was reißen können, weil da einfach zu wenig Bebauung ist, ne? So eine Bushaltestelle, die ist halt noch nicht wertvoll. Die Haltestelle nimmt dann auch sogar der Überlandbus noch mit, würde ich sagen. Und diese Haltestelle ist auch noch nicht so groß im Kommen. Obwohl, da steht tatsächlich schon jemand, ne? Das ist diese hier, ne? Hat aber nur diese eine Fläche, ne? Naja, wird aber werden. Gut, das ist der. Dann haben wir einen zweiten in Floto. Ja, der hat hier diese Stadt, die da so lang gezogen ist, ne? Hier, ja. Da müsste man da eine Bushaltestelle dann später mal hinmachen. Gut. Ist auch geklärt. Welcher ist das? Wo fährt der lang? Der fährt in Rendsburg lang. Ja, der fährt hier zur Sehenswürdigkeit, wo auf jeder Seite vier Leute stehen, ne? Viel ist da nicht los, ne? Das Geschäft läuft auf der Seite im Endeffekt nachher. Da sind es auch vier. Da steht nur einer. Und das wird sich auch irgendwann nicht groß verbessern, ne? Da stehen zwei. Und dort stehen 364, aber die wollen alle nicht mit dem Bus unbedingt weg. Die wollen mit dem Zug weg, die 268, ne? Wo ist denn der Zug? Das ist die Frage. Ist der hier in die Richtung unterwegs? Ja, der schon. Ja, kommt wieder, aber. Ah, da schau her. Das läuft auch nicht so dolle dann, ne? 126, 268 bleiben 140 rundweg über. Wie gehen in denen rein hier? 104, okay, das würde sogar noch nicht mal alles weggeschaufelt werden. Aber hat man da nicht zwei reingesetzt? Nein, oder? Ist hier einer drin, nein, ne? Nee, ich glaube, da ist keiner drin. Okay, der ist auch klar, da wird sich's auch nicht ändern. Ja, solche, die fahren durch die Gegend. Wieso fährt denn da jetzt leer lang? Ach so, okay. Der fährt jetzt gleich. Nee, fährt auch nicht. Wo will der denn hin? Warum fährt er leer durch die Gegend? Verfolge ich den mal und guck mal gerade, wo der lang fährt. Warum fährt der leer? Ne, das ist ja Blödsinn dann. Getreidehof. Norddeutsche Mühle. Weil das auch hier so ein Problem ist wahrscheinlich, wie das andere auch schon ist, ne? Linie ändern. Wenn ich hier jetzt 100 mache, ne? Dann blockieren die nachher alles, oder wie ist das? Aber so fahren die nur plus ein in meinen Augen. Kommt auch einer, der blockiert. Obwohl sind momentan alle passend stehen. Nee, doch nicht. Ja. Jetzt kommen die alle wieder. Kriegen aber nichts.
Der Bus kann dann auch nicht überholen. Oh. Ist alles voll. Spricht auch schon wieder so von so einem Ding, wir müssen umbauen, ne? Und mal das Fenster zu. Wie kriegen wir das dahin? Den mach auch zu. Mach den auf, gib mir eine Straße. Gib mir erstmal eine Bushaltestelle. Da. Vierer. Können auch so zusammen. Ach, hier oben musst du keine hin, ist jetzt aber auch egal. Geht dahin, auch gut. So, da muss ich jetzt gerade eine Bushaltestelle hinsetzen und eine Ladestation hinsetzen, damit ich rüberkomme. So. Gut. Straße. Achso, ich muss erstmal die eine da entfernen. Ah, das war der falsche. Der muss da wieder hin. Bus steht nämlich jetzt hinten dran, wie wir gerade sehen. Ja. Die Frage, wie der Bus da fährt gleich. Am besten, ne? Mach so. Holen Einbahnstraßenschild auf jeden Fall hier hin. Und holen Ausweichschild dahin. Dann entferne auf jeden Fall dieses Straßenstück hier. Das brauchen wir nämlich nicht. Und dann müssten die woanders lang fahren. Gib mir mal die Lupe, gib mir mal einen von denen, damit ich die Linie habe. Linie ändern. Dann macht das einfach einfügen. Nimm den und lösche. Was ist der dann? Ja, das ist der Ausgewählte. Naja, lösche den. Ändere die Linie. So, einer fährt da raus. Ich fahre jetzt alle hier hin, ne? Ist klar. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, das kompliziert zu machen hier. Gib mir noch mal das. Gib mir noch mal das. Mach den so. Dann da lang. Und dann müssten wir eine Brücke haben. Ne, da muss die Brücke hin. So. Dann bauen wir da um. Und da lang. Und der
muss da lang. Und dieses Schild da unten, das müssen wir nochmal umbauen. Das muss da lang. Dahin. So, dann wären die alle zur Auswahl, oder? Und mach mal den da. Nicht weg. Kann erstmal bleiben. Gucken wir, wie es wird, oder? Also die kommen von da. Ah, den kann man noch wegmachen. Die kommen von da, haben die Auswahl hierhin oder darüber auch. So, mach mal schneller, gucken, ob das funktioniert. Die fahren jetzt alle weg und die kommen alle hierher. Und hier gibt es kein Einbahnstraßenschild, deswegen fahren die da auch zurück. Und ist das schlimm? Ist das nicht schlimm, ist die Frage. Eigentlich nicht schlimm, weil der fährt auch nach rechts jetzt. Ne, der fährt auch nach links weg. Okay. Es fahren immer noch welche auch da drüben lang. Aber die machen da immer noch eine Leerfahrt. Der hier zum Beispiel. Ach so, weil wir es hier nicht eingestellt haben auf der Seite, ne? Kann das sein? Ne, Mühle nicht. Getreidehof muss voll sein. So. So, jetzt wird der Dach stehen bleiben, oder? Wenn er das schon gekriegt hat, die neue Information, hat er aber auch schon. Der fährt da auch hin. Kommt noch einer und der nächste. Ja, die möchten jetzt hier nämlich durch und nicht da lang fahren. Genau so sieht's aus. Also nicht gut. Dieses funktioniert dann nicht, ne? Sogar da noch nicht mal wird belegt. Ja, das war dann Satz mit X, das war wohl nix. Schön wäre es gewesen, wenn es funktioniert. Das bedeutet... Okay, der Bus kann auf jeden Fall durchfahren, das ist schon mal was Positives. Machen wir schneller gerade. Da wird wahrscheinlich sogar eine Straße blockiert dann, oder? Okay, das muss ein weiterer Umbau werden. Definitiv ist klar, dass wir... ...das... ...abreißen können, oder? Reiß erstmal das hier weg. Das kann bleiben, weil das wird eine Ausfahrt sein müssen. Die Brücke kann definitiv weg. Das funktioniert sowieso nicht. Und hier müssen wir dann aufschütten oder nicht aufschütten. Tendenziell neige ich zum Aufschütten. Weitere Straße bauen. So, genau. Dann Haltestellen einrichten.
Und diesen da kann man gerade nicht machen, ist aber auch nicht schlimm. Aber die anderen können wir auf jeden Fall anschließen, ne? Wir können es ja auch so machen. So. Lupe brauche ich und schicke den erstmal hier wieder weg. Gucken, dass der schon mal wegfährt. Das Auswahlschild machen wir dann da vorne hin. Das andere können wir wegmachen. So, der fährt weg. Der nächste hängt da genauso in der Schleife. Fährt auch weg. Und hier fährt jetzt keiner rein gerade, ne? Weil die an dem Schild noch nicht vorbeigekommen sind, deswegen geht das auch noch nicht. So sieht's aus. Ja, leider ist so. So, der fährt dann wahrscheinlich auch nicht in diese Lücke, oder? Nö. Auch wegschicken. Ja, hier müssen wir überlegen, was wir da machen, ne? Hier drüben können wir auf jeden Fall abreißen. Das ist nicht mehr benötigt. Und da stehen noch welche, das lassen wir erstmal stehen. Lupe her und den auch wegschicken. Der fährt auch weg. Ja, die stehen alle an der gleichen Stelle noch. Aufgrund dem Verkehrsschild, was da vorher war, gehe ich von aus. Aber warum der zweite nicht besetzt wurde, das weiß ich dann auch nicht, weil der hätte besetzt werden müssen. Tja, sehr eigenartig. So, der fährt auch weg und jetzt können wir schnell noch umbauen, ne? Bevor die alle wieder da sind. Das weg, das weg. Ah, der geht jetzt nicht weg, sagt er, na, ist klar. Das bedeutet, da müssen die Straßen auch alle runter. Und dann da nochmal arbeiten. Und da geht der letzte dann doch nicht. Ja, schade, ne? Dann geht es nur andersrum, oder wie? Jetzt müssen wir mal schnell werden. So, schnell da hoch. Das würde funktionieren. Runter. Können Sie dann da fahren? Ja, der findet keinen Weg mehr, hat er gesagt. So geht's, oder? Alle angeschlossen. Müssen nur überall welche noch reinfahren. Und tendenziell setze ich doch das Einbahnstraßenschild noch hier hin. Einfahrt hier, Ausfahrt da, definitiv. So, das ist abgeschlossen. Und der fährt trotzdem nicht rein, obwohl wir noch zwei frei haben. Und das liegt an der doppelten Haltlänge, ne? So und ein Pech. Und das heißt für mich auf jeden Fall, dass das Schild hier steht.
das da wegmachen. Und die schon mal weiterfahren. Ich weiß nicht, wie wir noch kommen. Waren da schon alle? Ne, da kommen nur welche und es steht immer noch einer auf der Straße. Ja. Dann das Schild weg. Das dahin. Das kann dann auch dastehen, egal. Und das nochmal weg. Dann fährt er da hoch und wartet da. Bringt aber nicht viel, ne? Wir haben jetzt hier drei Bushaltestellen, also drei Stellen noch frei. Und der fährt nicht da rein, weil er jetzt unbedingt hier in irgendeine zweite rein will, ne? Das ist das Problem. Ja. Das würde passieren, wenn man den von hier reinfahren lässt. Kann die dann von beiden Seiten angefahren werden? Weil man könnte ja auch in die Gegenfahrbahn fahren, ne? Wäre auch machbar, ne? Also so hier, ne? Aber ob er das macht, ist die nächste Frage. Können wir nur testen, ne? Gut. Was passiert, wenn man hier ein Einbahnstraßenschild so rum hinstellt? Die wissen jetzt, dass sie da nicht rein dürfen, ne? Die haben ihre Aufgabe und das ist das Problem. Lupe. Und wegschicken. Setzt den mal dahin. Hinterm Einbahnstraßenschild ist er schon, ne? Das heißt, wir können ihm das auch wiedergeben, das Ziel, und gucken, wo er hinfährt. Die anderen drehen schon. Okay. Neue Einfahrt gefunden, oder was? Ja. Der fährt auf jeden Fall schon mal durch. Das ist schon mal gut. Die fahren aber jetzt alle links rum, weil die Strecke einen Tacken kürzer ist, ne? Was passiert, wenn die Straße da länger ist? Wenn die hier lang geht. Das ist die Frage. Hat das ganz weggemacht, toll. So. Wieder die Lupe an und den nochmal wegschicken. Und der kann auch schon wieder dann gleich zurück, ne? Der andere hält da auch an. Weil er da hinten wahrscheinlich auch hin will, ne? Deswegen versteht er das auch noch nicht. Der fährt jetzt hier vorne irgendwo hin, das hat der erkannt. Jetzt ist die Bushaltestelle noch gefragt, ne? Und die können wir aber auch definitiv hier gerade hinsetzen.
dem Bus gleich eine neue Route geben, wenn er kommt. Können wir das hier auch umbauen, oder? Der steht jetzt allerdings hier. Auch nicht schön. Oh. Bringt auch nichts. Das Entscheidende ist, dass jetzt irgendwo erstmal die Mühle da abnehmen müsste. Und die ist voll. Ja. Und Abnehmer ist die Großbäckerei. Die sitzt wahrscheinlich auch voller Mehl. Oh, noch nicht mal. Die müsste eigentlich noch was abgeholt kriegen. Ist das ein Mehl-LKW dann? Nix drin. Oh, der holt die Eier ab, okay. Der hat Mehl geladen, okay. Oh, wir haben hier wieder einen Stau. Ja, schade. Dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir da nächstes Mal weiterkommen. Das funktioniert hier wohl nicht. Irgendwer blockiert da was. Keine Ahnung wer. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.